Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Ach, und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja, worum geht's heute? I don't know. Thema Zielsetzung. Hört sich einfach an. Tja, aber man sagt ja immer auch, definiere einfach deine Ziele. Und dann geht's ab Richtung Erfolg. Leider ist es nicht ganz so einfach, wie es ja oft so draußen kommuniziert wird. Oft scheitert es einfach daran, dass Ziele viel zu unkonkret formuliert werden. Sowas wie, ja, werd erfolgreich. Oh mein Gott! Wow! Aber ja, wann und wie definierst du selbst erfolgreich oder Erfolg? Ne, das ist doch die Frage an sich. Wir dürfen eins nicht vergessen. Ziele zu definieren, das ist die Voraussetzung ja für eine gute Strategieentwicklung. Und wem das jetzt hier schon zu viel wird, guck das nächste Video an. Also wer seine Ziele nicht zu 100% exakt formuliert, ja, der macht ganz direkt zu Beginn der Karriere, ja, zum Beispiel im Angestelltenverhältnis oder so, oder auch in der Selbstständigkeit, echt eine Menge falsch. Okay, ja, super viel falsch. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Zielerreichung mit der richtigen Zielsetzung beginnt. Ja? Und es ist außerdem wichtig, dass die Basis stark und sauber gelegt ist, also sprich deine Zielformulierung, weil sonst der Erfolg eigentlich schon im Keim erstickt wird. Theoretisch habe ich 7002 Bitcoins, aber ich habe meine Schlüssel verloren. Ja, wenn du deine Ziele so definieren kannst, dass du quasi eine optimale Grundlage für deinen Erfolg hast. Das ist das Wichtigste, das ist das A und O, ja, und das erfährst du halt jetzt hier in unserem kleinen, aber feinen Video, ja. Wir haben hier mal 5 Tools zusammengestellt, die wir halt, also wir selber auch regelmäßig anwenden, wenn wir halt unsere eigenen Ziele definieren. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Regel. Ganz einfach, smarte Formel. Nutze die Smart-Formel. In unseren Trainings und Coachings kommt als Antwort auf die Frage, hey, hast du deine Ziele schon formuliert? Ja, denke, natürlich. Was los? Und am Ende handelt es sich dabei eher um so Wolkenschlösser, um so Wunschformulierungen. Träumereien. Und das hat mit wirklicher Zielsetzung mal so rein jornisch zu tun. Ne? Und wir müssen auch in der Formulierung unserer Ziele darauf achten, dass es sich nicht um Traumvorstellungen handelt. Und hierbei hilft uns eben diese Smart-Formel. Es kann natürlich sein, dass du diese bereits kennst oder mal davon gehört hast. Ja, dann sehe ich es doch jetzt eher als Wiederholung, nochmal Auffrischung. Allerdings haben wir beide auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die davon gehört haben, ja nicht wirklich wissen, wie sie die Smart-Formel vernünftig anwenden sollen. Und da ist der Casus Knactus in der Sache. Das ist nämlich Arrott, sage ich jetzt mal. Ne, und deshalb kommen wir jetzt mal direkt auf den Punkt. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Eigentlich ist die Smart-Formel wirklich simpel. Ne? Und ich würde dir jetzt einmal kurz erzählen, was die einzelnen Buchstaben für Smart wirklich mal bedeuten. So, und zwar das S ist spezifisch. Das, ja, schreibe einen Satz in der Gegenwartsform mit deiner ganz konkreten eigenen Zielformulierung. M, messbar. In dieser Formel brauchst du eine Kennzahl, an der du überprüfen kannst, ob du dein Ziel erreicht hast. Also zum Beispiel jetzt eine Summe, eine Geldsumme. Dann schreibst du eine Zahl hin, nicht ich möchte Millionär werden oder sowas. Dann schreibst du, ich möchte, keine Ahnung, 2,5 Millionen Euro haben oder 500.000 Euro. Da muss eine Zahl stehen. Dann haben wir das A, wie attraktiv. Das Ziel muss sich motivieren. Es muss attraktiv sein für dich, es muss sexy sein. Dann haben wir das R, wie realistisch. Es ist wichtig, das Ziel hochzustecken, aber wenn es nicht erreichbar ist, dann wirst du schnell einknicken und hast keinen Bock mehr auf die ganze Kacke. Also halt dich realistisch. Und zum Schluss das T, terminiert. Das ist auch ganz wichtig. Du musst ein Datum in deiner Zielformulierung einbauen. Na, bis wann hast du das Ziel erreicht? Und das setzt sich eben positiv unter Druck. Dann kommen wir im Prinzip auch schon zu der zweiten wichtigen Sache, ja, gerade wenn es um Zielformulierung geht, ja. Und zwar dein Warum. Es ist nicht, ich weiß, jetzt haben viele da draußen schon gehört, so, ja, du musst dein Warum kennen, du musst dein Warum kennen, du musst dein Warum kennen. In dieser Phase ist das wichtig, ja, aber es ist nicht immer wichtig. Du musst vor allem wissen, wie, okay, aber wenn es um Ziele geht, und zwar darum, dass du halt auch durchhalten willst, ist das Warum halt wichtig. Ja, und je größer
und gewichtiger dein Ziel ist, desto wichtiger ist natürlich auch, dass du deine Motivation hochhältst. Ja, also schön die Motivation immer nach oben. Es hilft halt, wenn ich weiß, warum ich das alles mache. Wozu mache ich den ganzen Scheiß? Ja, wozu sind die ganzen Entbehrungen und so weiter und so fort? Ja, wozu verzichte ich zum Beispiel? Warum verzichte ich? Hier sprechen wir aber auch nicht von so einem kleinen Warum, von so einem kleinen Grund. Ja, also der Grund muss so stark sein, dass auch wenn jetzt zum Beispiel ein großes Hindernis auftaucht oder von mir aus der erste Rückschlag kommt, ja, kann passieren, dass du halt trotzdem motiviert bleibst. Es kommt häufiger vor, dass Leute halt smart ihre Ziele formulieren und dann haben sie nur ein sehr schwaches Warum und am Ende geht alles voll in die Binsen, weil sie einfach nicht durchhalten können. Also dieses Durchhaltevermögen ist wichtig. Ja. Es ist auch wichtig, dass das Ganze nicht fremdbestimmt ist, also ein fremdbestimmtes Warum. Okay, das muss wirklich von dir aus dir herauskommen, weil sonst hast du keine Kontrolle über dein Warum. Und es muss natürlich auch irgendwo mit deinen inneren Werten übereinstimmen. Also wir alle haben innere Werte, sowas wie Familie, ja, was uns sehr wichtig ist, Reichtum kann uns natürlich auch sehr wichtig sein. Wir haben so eine Wertehierarchie, ja, von oben nach unten. Das Erste ist am wichtigsten und so weiter und so fort. Und es ist halt wichtig, dass halt dein Warum bzw. deine Ziele durch dein Warum getragen werden und damit durch deine inneren Werte. Umso besser ist die intrinsische Motivation, also die Motivation, die von innen herauskommt. Und wenn du dein Warum jetzt finden möchtest, gibt es eine super einfache, ja, wie sagt man das, ein super einfaches Tool, um das zu finden, okay? Und zwar sagst du einfach, oder du stellst dir selber die Frage, fünfmal hintereinander, warum? Das heißt, du setzt ein Ziel und dann stellst du dir fünfmal hintereinander die Frage, warum? Beispiel. Ja, am 31.12.2022 habe ich 500.000 Umsatz mit Barbie-Puppen gemacht, was weiß ich, oder Masters of the Universe. Und nun stellst du die Frage, warum will ich das Ziel eigentlich erreichen? Ja, mögliche Antwort wäre, weil ich mir den Traum von einem eigenen Unternehmen erfüllen möchte. Ja, und schon kommt aber das nächste Warum. Warum will ich denn überhaupt ein eigenes Unternehmen? Und hier wäre eine mögliche Antwort, Beispiel, weil es mir wichtig ist, mein eigener Boss zu sein. So und so weiter geht das immer, also du brichst es immer weiter auf, stellst noch ein paar Warum-Fragen und dann kommst du direkt zum Kern. Kommen wir doch zum dritten Tool. Wir nutzen zur Visualisierung einen visuellen Anker. Hier bewegen wir uns ja bereits im Bereich NLP, neurolinguistisches Programmieren. Es geht hier um ja, tiefenpsychologische Prozesse, um dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein ist dein Freund, dein wichtigster Verbündeter, wenn es um deinen Erfolg geht. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Unser Erinnerungsvermögen, das nutzt Bilder, bewegte Bilder und Emotionen. Und solltest du dies nutzen und solche Signale liefern, dann wird es dich dabei ziemlich unterstützen, ja, deine Ziele sehr stark zu visualisieren und auch in die Tat umzusetzen. Wenn du ein starkes Warum für dein Ziel formuliert hast, wirst du eventuell schon ganz automatisch ein emotionales, inneres Bild in dir fühlen. Versuche es sichtbar zu machen. Es ist zwar so stark, wie es nur geht, sieh es einfach als Titelbild deines eigenen Kinoblockbusters. Und wenn wir diesen Trigger immer wieder nutzen, dann handelt es sich um einen visuellen Anker. Und wie kannst du ja, das am besten umsetzen? Lass dich doch einfach inspirieren und suche im Internet oder Zeitschrift nach Motiven, die in einer starken Resonanz zu deinem Ziel stehen. Du kannst es natürlich auch rein ja, vor deinem inneren Auge entstehen lassen. Aber das ist ja nicht so wirkungsvoll. Es ist natürlich besser, sich auch noch zusätzlich die Fragen... Das ist natürlich eine Katastrophe, aber na gut. ...die folgenden Fragen zu stellen. Was wirst du fühlen, wenn du dein Ziel erreicht hast? Was wirst du sehen? Was wirst du schmecken? Was wirst du hören, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und was wirst du riechen? Und hier gehen wir eben auf die Sinnesebene. Im NLP nennen wir das VAKOK. Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch, meine Freunde. Das sind unsere fünf Sinne und anhand derer nutzen wir halt unsere Anker. Easy, so einfach. Und jetzt brauchen wir quasi noch als viertes Tool, wir müssen den Zeithorizont definieren. Ja, also ich bin jetzt kein persönlicher Freund davon, alles so super, keine Ahnung, akkurat zu planen, ja, alles in Tagesziele, Wochenziele, Monats- und Jahresziele auseinander zu dröseln und so, ja. Es geht also nicht darum, jetzt was in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen ist oder in mehreren Zeiträumen zu erreichen ist, sondern es ist einfach besser, sich mal ein Ziel zu überlegen und zu setzen, bis wann ich es auch wirklich erreichen kann. Ja, was Jan vorhin auch schon gesagt hat, mit realistisch, das fällt ja auch darunter. Ja, es muss realistisch sein, der Zeitraum zu muss realistisch sein. Dabei ist es wichtig, den Zeitraum halt auch nicht zu weit zu setzen. Was weiß ich, wenn das schon mehr als ein Jahr ist,
ja, dann ist das bald schon Vergessensreichweite. Ja, also wir gehen da nicht wirklich so hinterher. Und meist sind die Ziele, die in einem Zeitraum von so ungefähr, ja, 3 bis 6 Monaten angepeilt werden, einfach besser zu realisieren. Ja, du hast das auch besser vor den Augen. Du brauchst auch was vor den Augen. Das kann natürlich individuell jetzt von Ziel zu Ziel unterschiedlich sein. Ja, hierbei helfen vor allem 2 einfache Fragen, ja, um das Ganze einfach mal für dich zu klären. Kann ich überhaupt klar sehen, welche konkreten Handlungen ich heute tun muss, also jetzt tun muss, ne, um zukünftig an mein Ziel zu gelangen? Ja, und das muss ich natürlich auch aufschreiben, nicht vergessen. Und kann ich die Auswirkungen dieser Handlung auf mein Ziel effektiv spüren? Oder ist das alles nur Schall und Rauch? Also das hilft dir eigentlich auch dabei zu erkennen, ob die Größe des Ziels passt, ja, ob der gewählte Zeitraum stimmt und ob ich gegebenenfalls irgendwas nachjustieren muss, ja, wo ich sagen kann, ich muss das Ziel lieber nochmal runterbrechen in Unterziele. Ja. So geht man eigentlich vor, wenn man den Zeithorizont bestimmen will. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum letzten Tool. Commitment. Wenn du dir ein neues Ziel setzt, dann solltest du dich darauf festnageln, sodass du nicht ohne weiteres einfach zurückrudern oder aufgeben kannst. Und dazu empfehlen wir dir 3 Sachen. Erstmal überleg dir eine Belohnung für den Fall des Erfolges. Belohnung ist wichtig. Und dann lege dir eine Strafe für dich fest, wenn du es nicht schaffst. Und ganz wichtig, erzähle anderen von deinen Zielen. Auch von den ersten beiden Punkten, also von der Belohnung, von der Strafe. Erfolge sollst du auf jeden Fall feiern und dich belohnen, wenn du deine Ziele erreicht hast. Das ist wichtig. Überleg dir also, wie du dich belohnen wirst, wenn du es schaffst. Dann hast du das schon mal im Kopf. Vielleicht kannst du das geistige Bild der Belohnung auch als visuellen Anker benutzen. Ja, wie hart du zu dir selbst sein willst, das musst du natürlich selbst entscheiden, das ist klar. Und bei der Definition einer Strafe, da sollte dir klar sein, dass du es ja wirklich tun musst. Zieh jetzt konsequent durch, sonst verlierst du wirklich dein Gesicht vor dir selbst und vor den anderen, denen du es erzählt hast, denen du ein Commitment gegeben hast. Konsequenz ist eben alles auf dem Weg zum Erfolg. Wenn du, wie halt schon gesagt, andere eingeweiht hast, dann wird es dir auch sehr schwer fallen, nach Ausflüchten zu suchen. Sei dir darüber im Klaren, dein Erfolg bei der richtigen Zielsetzung beginnt. Ich habe früher oft Ziele nicht erreicht, weil ich die Zusammenhänge nicht kannte und mir selbst, ja, dieses stabile Fundament fehlte. Das hier beschriebene Tool oder die beschriebenen Tools werden auch dir helfen, die richtige Basis zu schaffen, um dir gute Ziele zu setzen und richtig zu setzen, mit denen du erfolgreich werden kannst.